Testimony. Herr Heiner, Sie haben bei den diesjährigen Horizont Sport Business Awards die Laudatio auf Christian Seifert, den Player des Jahres, gehalten. Was macht den Chef der deutschen Fußballliga aus Ihrer Sicht so erfolgreich? Ich denke, dass Christian Seifert eine unheimlich gute und kontinuierliche und nachhaltige Arbeit bei der DFL macht. Ich kenne ihn ja seit vielen Jahren und wir haben oft zusammen darüber gesprochen, was seine Vorstellungen und seine Ziele bei der DFL sind. Und natürlich bin ich auch mit den unterschiedlichen Vereinen in der deutschen Bundesliga im Gespräch. Und insofern weiß ich, dass da eine unheimlich starke Harmonie zwischen dem, was die Bundesliga-Vereine sich vorstellen und was die Zielsetzung der DFL ist, herrscht. Und Christian Seifert setzt es hervorragend um, mit sehr, sehr großem Erfolg, wie wir ja gerade an dem letzten Fernsehvertrag gesehen haben. Jetzt kommen wir mal auf Adidas zu sprechen. Da scheint es ja im Moment, bis auf die schwächelnde Tochter Reebok, sehr gut zu laufen. In welchem Jahr sollte Adidas den Horizont-Titel Sponsor des Jahres bekommen? Also wenn Sie sagen im Moment, ich glaube, dass es bei uns seit 10 Jahren sehr, sehr gut läuft. Ich bin der Überzeugung, dass wir bereit sind, wann immer Sie das Gefühl haben, wir haben ihn verdient, dann nehmen wir den gerne entgegen. Sie sagen ja selbst, dass Sie dem Branchenprimus Nike dicht auf den Fersen sind. In welchem Jahr können Sie sagen, okay, jetzt haben wir sie gepackt? Na gut, es geht ja nicht darum, primär der Größte zu sein, sondern wir wollen der Beste sein. Denn die Größe, sage ich immer, dann würden die Dinosaurier noch leben und die Ameisen wären alle tot. Und das ist ja gerade umgekehrt, wie wir wissen. Wir wollen daran arbeiten, dass wir die Besten werden, wie wir mit unseren Konsumenten umgehen, wie wir mit unseren Athleten umgehen, wie wir mit all unseren Stakeholdern, unter anderem auch mit den Medien umgehen, wie wir die bedienen, welchen Service, welche Produkte wir ihnen geben. Und wenn das mal alles klappt und wenn wir da überall die Besten sind, dann werden wir auch die Größten. Das Olympische Feuer war ja in London noch nicht erloschen. Da hat Adidas schon gesagt, das Supersportjahr, da sind wir der Gewinner. Man kann sagen, dass nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Konkurrent Nike allein durch seine werblichen Auftritte Adidas so ein bisschen übertrumpft hat. Also das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Es gibt ja unabhängige Marktforschungen, wer als der meistgesehenste Sponsor genannt wurde, wer den größten Eindruck der Sponsoren gemacht hat auf das Publikum in London. Und da sind ganz eindeutig wir die Nummer eins von allen Sponsoren, nicht nur in der Sportartikelindustrie. Es mag vielleicht sein, dass Nike in Amerika mehr gesehen wurde, weil da mehr amerikanische Sportler gezeigt wurden. Aber ansonsten kann ich das so überhaupt nicht nachvollziehen, ganz im Gegenteil. Was war denn Ihr Highlight im Supersportjahr 2012? Ich muss sagen, ich war unheimlich begeistert von den Olympischen Spielen. Ich war ja mehrere Male dort und habe die Gelegenheit gehabt, mit Athleten auch zu sprechen, die zu sehen. Und welche Euphorie in London geherrscht hat und wie die Stadt mitgegangen ist. Ich bin am Tag vor der Eröffnung, bin ich noch in der Stadt, war ich als Fackelläufer unterwegs. Millionen von Menschen haben dich da getragen und das war sicherlich dieses Jahr mein Highlight. Welche Strecke sind Sie da gelaufen? Ich bin direkt an der St. Paul's Cathedral gelaufen und zwar 600 Meter. Normalerweise ist eine Strecke nur 300 Meter, aber der nach mir kommen sollte, der ist aus welchen Gründen auch immer nicht gekommen. Insofern hatte ich die Freude, 600 Meter zu laufen. Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Gerne.